Hallo, hier ist wieder Fokus Jerusalem. Schön, dass Sie uns zusehen. Sie können uns heute begleiten, wenn wir unser neues digitales Studio verlassen und in Israel unterwegs sind. Wir gehen aufs Wasser, unter die Erde und in den Wald. Das sind unsere Themen. Gilad Lachyani, ein Ex-Soldat, bietet traumatisierten Kajaktouren an. Kampf gegen den täglichen Stau, Tel Aviv bekommt eine Straßenbahn. Und biblischer Impuls von Dr. Petra Held, Israel, das Land der Bäume. Wie immer schauen wir aber zunächst auf wichtige aktuelle Meldungen aus dem Heiligen Land. Aus unserem Nachrichtenstudio meldet sich Anni Malayes. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israel verzeichnet einen dramatischen Anstieg der Corona-Infektionen. Experten warnen, innerhalb weniger Wochen könne sich die Hälfte der Bevölkerung mit der Omikron-Variante angesteckt haben. Israel hat deshalb damit begonnen, Menschen über 60 Jahre sowie Beschäftigte des Gesundheitswesens zum vierten Mal zu impfen. Auf dem Ben-Gurion-Flughafen ist die erste Lieferung des neuen Corona-Medikaments der Firma Pfizer eingetroffen. Israel ist eines der ersten Länder der Welt, das Paxlovid erhält. Eine klinische Studie hat gezeigt, dass die Tabletten Krankenhausaufenthalte und Todesfälle um 89% reduzieren. Die Regierung in Jerusalem hat bekannt gegeben, dass die Grenzen für geimpfte Besucher aus dem Ausland wieder geöffnet werden. Ausgenommen sind Touristen aus Ländern mit hohen Infektionsraten, darunter die USA und die Schweiz. Vor der israelischen Mittelmeerküste sind zwei Raketen explodiert, abgefeuert von Terroristen aus dem Gazastreifen. Die Explosionen waren in vielen Städten Zentralisraels zu hören. Eine Rakete schlug im Meer nahe Jaffa ein, die andere detonierte im Wasser vor Palmachim. Es gab keinen Luftalarm, da bewohnte Gebiete nicht gefährdet waren. Die israelische Armee antwortete in der folgenden Nacht. Kampfjets und Hubschrauber griffen eine Raketenproduktionsanlage der Hamas-Terrorgruppe an. Israelische Panzer beschossen zudem Hamas-Militärposten. Israel macht die Hamas für alle Vorgänge im Gazastreifen verantwortlich, da diese dort die Regierung stellt. Im Norden Israels ist es zu einem massiven Ausbruch der Vogelgrippe gekommen. Die Krankheit, die auch für Menschen als ansteckend gilt, hat bereits über 500.000 Hühnern aus Legebatterien, einigen 10.000 Truthähnen und rund 5.000 Zugvögeln das Leben gekostet. Dabei handelt es sich vor allem um Kraniche, die auf ihrem Weg nach Afrika in der Chula-Ebene Halt machten. Israels Umweltministerin Tamar Sandberg sprach von dem schlimmsten Schlag für die Tierwelt in der Geschichte des Landes. Israels Einwohnerzahl ist zum Ende des Jahres 2021 auf 9,449 Millionen gestiegen, ein Zuwachs von 1,7% im Vergleich zum Vorjahr. Das hat das Zentralamt für Statistik bekannt gegeben. 74% sind Juden, 21% sind Araber, die übrigen gehören anderen Gruppen an. 2021 wurden in Israel 184.000 Babys geboren, 51.000 Israelis starben. Der jüdische Staat freute sich über 25.000 Neueinwanderer. Die meisten kamen aus Russland, gefolgt von Frankreich, den USA und der Ukraine. Wir schauen aufs Wetter. Nach einer Periode mit Sturm und Starkregen wird es etwas ruhiger, es bleibt aber unbeständig mit Regenschauern. In Jerusalem werden 16 Grad erwartet, in Eilat am Roten Meer bis zu 24 Grad. Das waren unsere Meldungen. Machen Sie es gut! Erste Etappe unserer heutigen Israel-Reise sind die Golanhöhen. Dort im Norden fällt mehr Niederschlag als im Rest des Landes und so gibt es auch Flüsse, auf denen man mit Booten unterwegs sein kann. Gilad Lachyani wurde als Soldat schwer verletzt. Er hat erlebt, dass er sich geistig und körperlich gut erholte, wenn er Zeit auf dem Wasser verbrachte. Heute betreibt er eine Kajakschule. Dort geht es aber nicht nur um Sport und Spaß, sondern auch um Hilfe für Traumatisierte.
Das Wasser tost durch die wildromantische Landschaft der Golanhöhen. Hier vereinigen sich die drei Flüsse Hasbani, Dan und Banyas. Zusammen bilden sie den Jordan, der mit hoher Geschwindigkeit hinab in die Hula-Ebene Nordgalileas strömt. Steine, Strudel und Stromschnellen machen den Fluss zu einem Paradies für Wildwasserfahrer. Einer der besten und erfahrensten ist Gilad Lachyani, der hier eine Kajakschule betreibt. Schon als Schüler stürzte er sich fast jeden Tag in die Fluten. Er wurde besser und besser, musste dann, wie alle Israelis, zur Armee und verlor 2006 bei Gefechten im Libanon beinahe sein Leben. Während einer Offensive hat uns anscheinend die Hisbollah entdeckt. Sie nahmen uns unter massiven Panzerraketenbeschuss. Eine der Raketen schlug direkt in dem Stockwerk ein, in dem wir saßen. Ich und mein guter Freund, sein Name war Zachi Krafs, hielten gerade Wache. Zachi wurde getötet und ich wurde sehr schwer verletzt. Zachi war nicht sofort tot. Er verstarb während unserer Evakuierung. Die Evakuierung erfolgte zur Hälfte zu Fuß und zur anderen Hälfte mit dem Helikopter. Nein, eigentlich kann man nicht sagen, dass es die Hälfte war. Es waren nur 2 Kilometer zu Fuß und der Rest über die Luft. Aber die 2 Kilometer zu Fuß waren schwieriger als die 70 Kilometer Luftevakuierung. Ich wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Rambam-Krankenhaus eingeliefert. Ich hatte schwerste Kopfverletzungen. Ein Splitter hatte mein linkes Auge durchbohrt und den Augapfel zerstört. Es war total infiziert und ein absolutes Chaos. Doch der sportliche junge Mann schaffte es. Er kämpfte sich zurück ins Leben. Sein Antrieb? Er wollte wieder paddeln. Das wusste bald jeder seiner Therapeuten, denn Gilad sprach über nichts anderes. Er setzte sich das Ziel, bestimmte Flüsse zu befahren, in Israel und in anderen Ländern. Das trieb ihn an. Ich kehrte als anderer Mensch zurück nach Hause. Ich war beflügelt und glücklich. Meine kluge Ehefrau hat das sofort erkannt. Sie meinte, das ist es, was du in deinem Leben machen musst. Du musst auf dem Wasser sein. Du musst etwas mit dem Fluss machen. Nimm dir Zeit und überlege es dir. Lange überlegen musste er nicht. Gilad Lachyani gründete eine Kajakschule. Er betreut Gruppen von Jugendlichen 5 Tage in der Woche. Die Kajaks verlangen einen großen körperlichen Kraftaufwand. Diese physische Kraft gewinnen die Wildwasserfahrer auf spaßige Art und Weise. Der Jordan macht ein Training an allen 12 Monaten im Jahr möglich, bei unterschiedlichen Wasserständen und wechselnden Bedingungen. Das Wildwasservirus hat auch Gilads Bruder Omer infiziert. Er war sein erster Schüler. Der Anfang war aufregend. Ein Kajak hat schließlich keine Bremsen. Omer litt als Schüler an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung und nahm dagegen Medikamente. Nach einiger Zeit auf dem Fluss konnte er sie absetzen. Ich war im Unterricht viel ruhiger. Es hat mir wirklich sehr geholfen. Ich bin dann auch mit meiner Angst vor dem Wasser immer besser zurechtgekommen. Ich hatte Angst, unter Wasser zu geraten, und nur der Gedanke daran machte mich schon sehr unruhig. Heute, nachdem ich schwierigere Unterwassersituationen hinter mir habe, werde ich damit viel besser fertig. Gilad redet oft darüber, dass der Fluss als Naturschauspiel kein Mitleid mit dir hat. Wenn du umkippst, gibt es keinen Schiedsrichter, der abpfeift und das Spiel stoppt. Die Natur macht weiter wie gehabt und du musst damit zurechtkommen. Gilad wurde klar, dass er mit seinem Wassersport Menschen helfen konnte, die ein ähnliches Schicksal wie er selbst erlitten haben. Äh,
im Lofsabrim. Ich erkenne posttraumatisch gestörte Menschen sehr schnell. Leider fehlt es uns in diesem Land nicht an solchen Personen. Er bringt den Betroffenen bei, Mechanismen zu aktivieren, um aus posttraumatischen Situationen herauszufinden. Der Sport hat ihm geholfen, seine eigenen seelischen Wunden heilen und vernarben zu lassen. Einigen Veteranen konnte er schon helfen, indem er sie ins Boot holte. Gilad will diese Hilfsangebote ausbauen. Er ist fest davon überzeugt, mit dem Kajak durch die Stromschnellen des Jordan zu jagen, macht einfach glücklich. Wer mit dem Boot unterwegs ist, braucht Zeit. Wer in Tel Aviv Auto fahren will, braucht viel Zeit. Die Straßen der Mittelmeermetropole sind chronisch verstopft. Lange Staus auf den Zufahrtsstraßen sind an der Tagesordnung. Als Jerusalem 2011 eine Straßenbahn bekam, haben viele Tel Aviver das milde belächelt. Sie setzten weiter auf ihre vertrauten Busse. Inzwischen ist ihnen das Lachen vergangen. Sie präsentieren stolz den ersten Abschnitt ihrer eigenen Bahn. Die wird zu großen Teilen unterirdisch unterwegs sein. Und wir waren bei den ersten Probefahrten mit der Kamera dabei. Der Bau dieser Bahn ist ein Megaprojekt. Seit über 10 Jahren wird gegraben und betoniert, werden Gleise verlegt und Bahnhöfe gebaut. Für die Tel Aviver Straßenbahn verschwinden Milliarden von Schekeln im Untergrund der Mittelmeermetropole. Die Fertigstellung wird sehnsüchtig erwartet. Sie soll den Verkehrsalbtraum im Zentrum Israels beenden. Haim Glick ist der Geschäftsführer des staatlichen Unternehmens NTA, das für das Großprojekt verantwortlich ist. Momentan haben wir das Problem, dass die meisten Menschen in Tel Aviv und der Region ihre Autos nutzen müssen. Sie haben keine andere Möglichkeit. Wenn der Straßenbahnbetrieb beginnt und sie unsere schönen Züge sehen, wird ihnen klar werden, dass sie auf die Straßenbahn umsteigen sollten. Im November 2022 soll die Straßenbahn den Linienbetrieb aufnehmen. Der größte Teil der Bauarbeiten ist abgeschlossen. Es gab spektakuläre Einzelprojekte, wie zum Beispiel den nächtlichen Einbau einer Fußgängerbrücke über die Gleisanlagen und die Autobahn. Die tonnenschweren Teile wurden zentimetergenau eingesetzt. Die neue Straßenbahn wird von Petach Tikva im Osten über Tel Aviv nach Bat Yam im Süden unterwegs sein. Etwa die Hälfte der 24 Kilometer langen Strecke verläuft unterirdisch. Geplant sind 34 Haltestellen. Jede Straßenbahn kann 500 Passagiere befördern. Zur Hauptverkehrszeit soll alle 3,5 Minuten ein Zug auf die Strecke gehen. Derzeit wird getestet, ob die verschiedenen Systeme reibungslos zusammenarbeiten. Die großen Züge sicher durch eine dicht bebaute Stadt zu leiten, ist eine große Herausforderung. Die Israelis haben sich deshalb mit chinesischen Unternehmen zusammengetan. Amir Helzi bildet die Straßenbahnfahrer aus. Ich wurde erst kürzlich zu einem Lehrgang nach China geschickt. Ich bin nach China geflogen und war auf Kosten der Firma über einen Monat dort. Ich besuchte die Fabrik der Straßenbahnen und konnte bei ihrer Herstellung zusehen. Dabei habe ich viele neue Dinge gelernt. Einen Teil wusste ich schon vorher, ein anderer Teil war mir neu. Es gibt verschiedene Betriebssysteme. Ich fuhr zum Beispiel auch die Straßenbahn in Jerusalem. Der Unterschied zu der Bahn in Jerusalem sind die unterirdischen Tunnel. In Jerusalem gibt es keine Tunnel. Die Fahrt im Tunnel erfolgt automatisch und ohne Eingreifen des Fahrers. Nur im Notfall, wie zum Beispiel bei einer Notbremsung, greift der Fahrer ein. Das innovative Sicherheitskonzept sorgte bei der ersten Probefahrt in Petach Tikva für Erstaunen bei Journalisten und Politikern. Und was sagen die Anwohner zu dem neuen Verkehrsmittel vor ihren Haustüren? Die jahrelangen Bauarbeiten hätten seine Kunden verschreckt, klagt Falafel-Imbissbesitzer Nissim Stive.
Wir wissen doch, dass die Leute aus Bequemlichkeit das Auto benutzen. Die Leute hier in Israel kaufen weiterhin Autos. Die Straßen sind voll neuer Autos. Die Leute warten doch nicht auf die Straßenbahn, wenn sie ein neues Auto kaufen können, und verschieben den Kauf, bis die Straßenbahn in Betrieb geht. Die kaufen lieber ein zweites oder ein drittes Auto für ihre Familie. Andere können es dagegen kaum erwarten, bis die Straßenbahn endlich rollt. Zu ihnen gehört die Verkäuferin Ariel Cohen. Hier einen Zug zu haben und damit die Möglichkeit, nachts rauszugehen und sicher wieder zurückzukommen, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen oder zu laufen oder ein Taxi zu rufen. Das ist doch unglaublich. Das ist etwas, das hier sehr dringend gebraucht wird. Derselben Meinung sind auch zehntausende Pendler, die täglich im Großraum Tel Aviv im Stau stehen. Für sie ist die neue Straßenbahn ein Licht am Ende eines langen Tunnels. So, nach dem Großstadtdschungel geht es jetzt, nein, nicht in den Dschungel, aber zumindest mal in den Wald. Israel, vor wenigen Jahrzehnten überwiegend ein ödes Wüstenland, ist mittlerweile eine grüne Oase. Es gibt große Wälder und mehr dazu erfahren Sie nun in unserem biblischen Impuls von Dr. Petra Held aus Jerusalem. Shalom. Bäume sind ein Lebenselixier in Israel. Seit 1948 hat Israel über 240 Millionen Bäume, 240 Millionen Bäume gepflanzt. Die jüdischen Pioniere, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach Eretz Israel kamen, sahen ein ödes Land. Keine Parks, keine Wälder, kein Schatten. Bis ins 7. Jahrhundert war Israel dicht bewaldet. Die Eroberer holzten die Wälder für Haus- und Schiffsbau und für Brennholz vollständig ab. Das Land verkarstete. 1300 Jahre später, im Jahre 1901, beim 5. Zionistenkongress in Basel, wurde dank Theodor Herzl der Keren Kayemet Leisrael, KKL, das heißt der jüdische Nationalfonds, gegründet. Die Aufforstung Israels stand oben an. Der KKL pflanzte den ersten Olivenhain im Hulatal in Nordgaliläa und nannte ihn später nach Theodor Herzl. Heute ist Israel ein grünes Land. Der KKL hat Wälder und Parks gepflanzt, vom Norden im Golan bis zum Süden im Negev. Bäume und Schatten überall. Die Wälder beeinflussen die Natur und ermöglichen allen Menschen wunderbare Erholung. Ein Beispiel dafür ist der Yatir-Wald, heute der größte Wald in Israel. Die Bepflanzung begann 1966 und bedeckt eine Fläche von 30 Quadratkilometern. Er liegt im nordwestlichen Rand des Negev, südlich von Arad. Yatir wird in der Bibel erwähnt. Sie war eine Freistadt der Leviten. Es heißt dort im Buch Josua: Sie gaben den Söhnen des Priesters Aaron die Freistadt für die Totschläger. Hebron und seine Weideplätze, Livna und seine Weideplätze, Yatir und seine Weideplätze, Eshtemoa und seine Weideplätze. König David sandte einen Teil seiner Kriegsbeute nach Yatir, wie es heißt im Buch, 1. Buch Samuel, Kapitel 30. Und die Israelkarte von Malaba aus dem 6. Jahrhundert zeigt Yatir als Pilgerort. Der Yatir-Wald drängt heute die Wüste zurück. Entgegen der Skepsis internationaler Experten hat der prächtige Wald die trockene Landschaft des nördlichen Negev völlig verändert. Weltweit versucht man, die Ansammlung von Treibhausgasen in der Atmosphäre und die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Der Wald bietet ein Mittel dagegen. Die Bäume speichern den Kohlenstoff durch die Photosynthese und geben gleichzeitig Sauerstoff an die Atmosphäre ab.
Der Tierwald ist ein internationales Forschungsprojekt, ein Teil davon. Das wird finanziert von der EU. Und es forscht über die Reduzierung der Kohlendioxide weltweit durch Bäume. Je mehr Kohlendioxid in der Luft ist, desto geringer der Wasserverbrauch des Baumes. Hier liegt die Lösung des Rätsels über das Verschwinden von weltweit rund 7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus Industrieemissionen aus der Atmosphäre. Die Messungen im Yatirwald zeigen, dass der Wüstenwald Kohlendioxid besser aufnimmt als die Wälder in Feuchtgebieten. Zudem trägt der steigende Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre dazu bei, dass sich Wälder in Wüstengebieten ausdehnen. Denn wenn die Luft einen relativ hohen Kohlendioxidgehalt hat, verdunstet eine Pflanze weniger Wasser und nimmt gleichzeitig den Kohlendioxid auf, das er für die Photosynthese benötigt. Der Yatirwald hat die Wüstenbildung nordöstlich von Beersheba gestoppt und der Wald dehnt sich aus. Zudem erlaubt Israel den Beduinen das Weiden ihrer Herde im Yatirwald. Förster und Beduinen sind sehr zufrieden. Der Betrag für den Aufbau und Unterhalt des Waldes ist nicht höher als die Fahrtkosten einer Familie in den Wald. Aber der Erholungswert des Waldes in Israels dicht besiedelten Städten ist unbezahlbar. Sie möchten wissen, was in Israel vor sich geht? Mit unserem kostenlosen E-Mail-Newsletter bleiben Sie immer informiert. Ihn zu bestellen ist ganz einfach. Ganz unten auf der Webseite www.focus-jerusalem.tv finden Sie einen Link zur Anmeldung für den Newsletter. Sie tragen Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen, dass Sie kein Roboter sind. Ihre Daten werden ausschließlich für die Zustellung des Newsletters verwendet. Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie einen Bestätigungslink. Sobald Sie Ihre Mailadresse bestätigt haben, ist die Anmeldung abgeschlossen. Sie erhalten dann jede Woche, meist am Mittwoch, die Top-News aus dem Heiligen Land. Bitte achten Sie darauf, dass der Newsletter nicht in Ihren Spam-Ordner umgeleitet wird. Der Focus Jerusalem Newsletter ist gratis und jederzeit kündbar. Wir berichten, was im Heiligen Land passiert. Im Fernsehen, auf unserer Website, in den sozialen Medien. Für diesen Dienst brauchen wir Ihre Hilfe. Wir sind auf Ihre Gebete und Spenden angewiesen. Hier ist dazu unser Spendenkonto. Focus Jerusalem GmbH mit der IBAN DE 906005 0101 0400 0500 07. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Uns ist heute noch ein Bibelvers wichtig, den wir Ihnen für die kommenden Tage gerne ans Herz legen wollen. Im Buch des Propheten Joel, Kapitel 2, heißt es: Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch den Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und auch herabsendet Regen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Wir verabschieden uns mit Luftaufnahmen aus Jokneam, einer Stadt im Norden Israels, inmitten einer begeisternden Landschaft. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und nächste Woche bei Focus Jerusalem.
Balsam, ein Heilmittel aus biblischer Zeit. Unter der Kotel, eine Zeitreise ins alte Jerusalem. Biblischer Impuls von Pfarrer Heiko Bräuning, das Puppenhaus.